Herzlich willkommen bei Denk dich frei, deinem Podcast für dein glückliches Leben und mehr Freiheit. Mein Name ist Sebastian und ich danke dir ganz sehr, dass du dir diese Folge auch anschaust und auf deine Gedanken achtest. Denn deine Gedanken machen deine Wirklichkeit. Ich möchte heute kurz ein, zwei, drei Worte zum Thema Kommunikation loswerden. Was ist wichtig? Ja, oder ich sag mal so, wir haben als Menschen hier auf dieser Erde ein relativ gutes, ja, diese Gabe mitbekommen, dass wir kommunizieren können in Form von Worten, ja, oder auch in Form von Schrift. Und ganz oft ist das allerdings auch ein großes, ich sag mal, Problem oder ein großes Thema, was dann, sag ich mal, für zu Konsequenzen führt, die ursprünglich gar nicht beabsichtigt waren, ja. Und Grundlage, sage ich mal, wenn man jetzt etwas mitteilen möchte, was auch irgendjemanden erreichen soll, Regel Nummer 1, habe etwas Gescheites zu sagen. Ja, das bedeutet also, man braucht irgendwie einen gewissen Fundus, eine Bibliothek, ein Lager an Erfahrungen, an, ich sag mal, Geschichten, Ideen, Gedanken, an Wörtern, die man erzählen möchte, erzählen kann, ja, die natürlich auch irgendjemanden interessieren sollten, der sich das Ganze irgendwann vielleicht mal anhört, ja, oder live oder in welcher Form auch immer aufgezeichnet irgendwann, ja. Also für eine wunderschöne Kommunikation, damit man sozusagen das Thema Kommunikation für sich meistert, ja, und jemand wird, dem man gerne zuhört. Punkt Nummer 1. Habe etwas Gescheites zu sagen. Ja, das heißt also, man muss, oder was heißt man muss? Ich selber, ich habe es so gemacht. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, themenübergreifend, ja, um in meinem Kopf halt eben ganz viele Konzepte auch zu sammeln und Gedanken zu haben, damit ich halt eben was sagen kann, damit ich zu allem irgendetwas Fundiertes vielleicht sogar mitteilen kann, ja, und das ist also ganz, ganz wichtig. Nummer 1, habe etwas Gescheites zu sagen. Und damit kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 2. Für eine gelungene Kommunikation. Punkt Nummer 2 lautet, sage es auf eine gescheite Art und Weise. Ja, also relativ simpel. Wenn man sich ausdrückt auf eine Art und Weise, die kein Mensch versteht oder die die Menschen nicht verstehen, die man erreichen möchte, dann kommt das da einfach nicht an. Darin war ich mein Leben lang ein ziemlich guter Meister. Deswegen gab es nicht viele Menschen, die mir zugehört haben. Und deswegen hatte ich auch ein relativ gestörtes Verhältnis zum Thema Kommunikation. Und dann habe ich allerdings irgendwann im Jahr 2017, 18 meinen aktuellen Lieblingsmentor Jim Rohn kennengelernt oder das zweite Mal gefunden und von ihm diese zwei Grundprinzipien für Kommunikation gelernt. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden, verinnerlicht hatte und auch jetzt imstande bin, irgendwie umzusetzen, so dass ich mich traue, rauszugehen und eine, ja, mein Wissen, das, was ich weiß, mitzuteilen und ich mich auch noch, ich sag mal, für selbstbewusster herstelle, dass ich sage, ich teile das auf eine gescheite Art und Weise mit, die irgendjemand da draußen sich vielleicht sogar anhören möchte. Ja, genau. Also für eine gelungene Kommunikation brauchen wir zwei Sachen, zwei grundlegende Sachen. Nummer 1, ich darf mir etwas Gescheites überlegen, was ich sagen möchte. Nummer 2, ich darf mir überlegen, dieses auf eine gescheite Art und Weise mitzuteilen. Ja, das sind die zwei Sachen, mit denen ich ja, heute hoffentlich dir die ein oder andere Inspiration liefern kann. Und vielleicht zeigt sich, wenn man sich mal kurz erinnert, ja, Mensch, warum habe ich denn da nicht zugehört? Dann wird offenbar einer der beiden Punkte nicht erfüllt gewesen sein. Ja, oder wieso hat mich das Thema dort da fasziniert? Und wieso kann ich da nicht wegschalten und muss immer wieder hinhorchen? Dann sind offenbar beide Punkte vollkommen gut erfüllt worden. Also, ich wünsche viel, viel Spaß beim Kommunizieren und dann
Danke dir ganz, ganz sehr, dass du da bist und auf deine Gedanken achtest. Denn deine Gedanken machen deine Wirklichkeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Sebastian.